Vielleicht glaube ich ihn. Wenn das wahr ist, wenn die Reaper dahinter stecken, dann denke ich darüber nach, ihnen zu helfen. Ich wäre enttäuscht, wenn sie all das akzeptieren würden, ohne es mit eigenen Augen zu sehen. Es steht ein Shuttle bereit, um sie nach Freedom's Progress zu bringen. Der letzten Kolonie, die entführt wurde. Miranda und Jacob werden sie briefen. Ich soll ihnen vertrauen? Miranda hat Wilson kaltblütig getötet. Jacob ist nicht mehr als ein Söldner. Und denen soll ich vertrauen? Wilson war einer meiner besten Agenten. Aber er war ein Verräter. Miranda hat genau das getan, was ich von ihr erwartet habe. Und sie hat ihr Leben mehr als einmal gerettet. Jacob ist Soldat. Einer der Besten. Er hat mir nie völlig vertraut. Aber er hat das auch immer offen zugegeben. Sie werden gut mit ihnen klarkommen. Bis auf Weiteres. Was erwarten Sie? Was werde ich Ihrer Ansicht nach dort finden? Wenn ich das wüsste, müsste ich Sie nicht hinschicken. Finden Sie so viele Hinweise wie möglich. Wer entführt die Kolonisten? Gibt es eine Verbindung zu den Reapern? Ich habe sie zurückgebracht. Für den Rest sind Sie zuständig. Gelehrter. So. Schauen wir mal so ein bisschen. Gruppe. Biotik. Rang wird schneller. Mehr Gesundheit auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dann nehmen wir Ziehen. Auf jeden Fall noch mit mal dazu. Kann ja nicht schaden. So. Ja. So kann es, glaube ich, gut ausgehen. Das Verschwinden der Kolonisten untersuchen. Gut, dann reden wir mal mit den beiden. Boah, ich hoffe, ich... Nee, das passt schon. Der Unbekannte ist von Ihnen sehr beeindruckt. Ich bin wirklich gespannt, ob Sie bei dieser Mission seine Erwartungen erfüllen können. Nicht vergessen, wer der Boss ist. Danke für die Wiederbelebung. Ich hatte noch keine Gelegenheit, meinem Dank dafür Ausdruck zu verleihen, was das Lazarus-Projekt für mich getan hat. Ich hoffe nur, dass es den Aufwand wert war. Viele haben auf der Station ihr Leben verloren. Wir müssen keine Feinde sein. Wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Ihre Einstellung ist dabei nicht sehr hilfreich. Vor Ihren Fähigkeiten habe ich ehrlichen Respekt, Shepard. Ich mache mir nur Sorgen wegen Ihrer Beweggründe. Ich glaube an das, wofür Cerberus steht. Nur die Zeit wird zeigen, ob Sie für unsere Sache ein Gewinn oder ein Risiko darstellen. Aktuelle Mission. Was können Sie mir über die Kolonie sagen, die wir ansteuern? Freedom's Progress? Eine typische Menschenansiedlung in den Terminus-Systemen. Sie hat eine kleine militärische Truppe zum Schutz, unterstützt von Mechs und Sicherheitsdrohnen. Rundum durchschnittlich, wirklich. In keinster Weise bemerkenswert. Bis zu dem Verschwinden. Eine Idee, was wir finden? Irgendeine Idee, was uns dort möglicherweise erwartet? Jede Menge leere Gebäude und ein riesiges Fragezeichen. Sehr nützlich, dankeschön. Das Lazarus-Projekt. Ich würde gerne von verantwortlicher Stelle etwas mehr über das Lazarus-Projekt erfahren. Ich war nicht verantwortlich. Das war der Unbekannte. Hätte ich das Sagen gehabt, wäre einiges anders gelaufen. Zum Beispiel? Was hätten Sie denn anders gemacht? Als erstes hätte ich Ihnen sowas wie einen Kontrollchip eingepflanzt. Aber der Unbekannte hat das nicht genehmigt. Er hat befürchtet, das könnte Ihre Persönlichkeit beeinflussen, Ihren Charakter verändern. Er hat nichts zugelassen, was Ihr Potenzial in irgendeiner Weise hätte einschränken können. Gut, dass er der Boss war. Ich kann nicht behaupten, dass mir die Idee zusagt, mit einem Kontrollchip im Gehirn ins Leben zurückgebracht zu werden. Der Unbekannte geht mit Ihnen ein gewaltiges Risiko ein. Ich hoffe nur, dass es sich auch auszahlt. Okay, und du? Erzählen Sie mir etwas von sich. Zweifel an meinen Qualifikationen? Ich kann einen Mech mit meinen Biotiken erledigen oder ihm auf 100 Meter den Kopf wegschießen. Sie können sich's aussuchen. Wo wurden Sie ausgebildet? Haben Sie und Jacob gemeinsam in der Allianz gedient? Nein. Der Unbekannte hat mein Potenzial erkannt und mich schon in jungen Jahren rekrutiert. Wie alt waren Sie da? Alt genug, um zu wissen, dass es genau das war, was ich wollte. Ich brauche mehr als das.
Ich wollte eigentlich etwas mehr über Sie als Mensch erfahren. Ich bin nicht auf der Suche nach Freunden, Shepard. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Okay, das war klar und eindeutig. Es ist offensichtlich, dass Sie an einem Gespräch nicht interessiert sind. Wir haben einen Auftrag. Wir können darüber reden oder ihn einfach erledigen. Ganz ehrlich, ich nehme wieder den klassischen Anzug. Ich weiß nicht, ich möchte keinen Helm haben. Ich muss mein Gesicht einfach sehen. Das brauche ich jetzt einfach, ja? Tut mir leid für den einen oder anderen, der gerne so eine schicke Rüstung sehen wollte, aber nee. Ich bin froh, dass der Unbekannte Sie davon überzeugt hat, sich uns anzuschließen, Commander. Ich bin nicht beigetreten. Ich habe nur zugesagt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ich vertraue ihm noch immer nicht. Vertrauen Sie mir, Commander? Er war ehrlich zu mir. Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Und ich weiß eigentlich von früher, dass das noch ein ganz netter Kerl war. Ja. Sie sind ein guter Mann, Jacob. Aber Sie arbeiten vielleicht für die falschen Leute. Mag sein. Aber das habe ich in meiner Zeit bei der Allianz auch immer gedacht. Deshalb bin ich jetzt hier. Aktuelle Mission. Wissen Sie etwas über die Kolonie, zu der wir unterwegs sind? Sie heißt Freedom's Progress. Viel mehr weiß ich auch nicht. Aber das kriegen wir alles raus, wenn wir dort sind. Okay. Jacob und die Allianz. Sie sagten, Sie hätten in der Allianz gedient? Insgesamt 5 Jahre lang. War überall in der Galaxie stationiert. Hab sogar ein paar Jahre als Korsar verbracht. Als Korsar? Von Korsaren habe ich noch nie gehört. Eine Unternehmung der Allianz. Unabhängige Raumschiff-Captains wurden für Missionen angeheuert, die nicht in die offizielle Zuständigkeit der Allianz fielen. Offiziell gehörten wir gar nicht zur Allianz. Hätte man uns erwischt, hätte sie leugnen können, uns überhaupt zu kennen. Wir unterlagen angeblich keinerlei Beschränkungen und Regeln. Aber der Amtsschimmel wieherte trotzdem so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Ich habe am Ende einfach aufgegeben. Okay. Jacob und Cerberus. Warum haben sie sich Cerberus angeschlossen? Ich hatte es wohl einfach satt, dass ich nie etwas bewirkt habe. Viele der Aktionen der Allianz erschienen mir so sinnlos. Ich dachte, nach dem Angriff auf die Citadel würde sich alles ändern. Die Menschen wurden endlich dazu eingeladen, sich dem Rat anzuschließen. Aber nichts hat sich geändert. Politik, Bürokratie, dieselbe Scheiße nur mit neuen Anführern. Cerberus ist ganz anders. Wenn Kolonien sich nicht mehr melden, wird keine Kommission einberufen, die dann einen Bericht schreibt, um das Vorgehen zu besprechen. Wir gehen einfach hin und finden's raus. Ist bestimmt auch nicht alles so Butter bei der Fische hier. Na, mal schauen. Das ist vorerst alles. Jawohl, Sir. So. Öffnen. Das ist wirklich das Nervigste vom Nervigsten. Ich weiß jetzt nicht, ob man das hier im Bild sieht. Aber ich glaube, ich habe mir da so einen kleinen Virus eingefangen. Mehr oder weniger. Wenn man es sieht, tut es mir leid. Ich werde da jetzt kurz draufklicken, weil das Ding verhüllt das Ganze. Kann sein, dass ich jetzt rausfliege. Mit Sicherheit werde ich rausfliegen aus dem Game. Wir werden uns dann gleich wiedersehen. So, Entschuldigung, da bin ich wieder. Ich kann euch sagen, das ist so nervig. Irgendwas habe ich mir da wieder eingefangen. Ich bin aber auf jeden Fall da dran, das Ding wieder runterzukriegen. Ich habe es schon einmal runtergekriegt, also kriege ich es auch noch ein zweites Mal runter. Schauen wir erstmal. Ja. Das geht ja wieder gut los hier. Wir müssten in Kürze ankommen, Shepard. Der Unbekannte hat uns Ihrem Kommando unterstellt. Haben Sie Befehle für uns? Untersuchen. Andere Kolonien. Was haben Sie in den anderen Kolonien gefunden? Nichts. Keine Hinweise auf einen Angriff, keine Leichen. Nicht mal eine Spur ungewöhnlichen genetischen Materials. Sie verschwinden einfach alle. Und wir haben nichts, dem wir nachgehen könnten. Shepards Autorität. Sind Sie sicher, dass Sie kein Problem damit haben, meine Befehle zu befolgen? Wir haben sie nicht von den Toten zurückgebracht, um jetzt an ihnen zu zweifeln, Commander.
Wenn der Unbekannte sagt, dass sie das Kommando haben, dann ist das auch so. Erfolgschancen? Warum glauben Sie, dass diese Untersuchung neue Erkenntnisse zutage fördert? Bei den anderen Kolonien waren die offiziellen Behörden zuerst vor Ort. Manchmal auch Plünderer oder Bergungsteams. Wir hoffen diesmal die Ersten zu sein. Vielleicht finden wir Hinweise, bevor jemand anderes alles durcheinander bringt. Okay, Überlebende werden gerettet. Das hat oberste Priorität. Oberste Priorität hat die Suche nach Überlebenden. Das ist unwahrscheinlich, Commander. In den anderen Kolonien war niemand mehr. Sie waren vollständig verlassen. Es wäre schön, jemanden zu finden. Alles ist besser als noch eine Geisterstadt. Das Ding punktet direkt bei mir. Schneelevel. Ich liebe Schneelevel. Neue Waffen. Zusätzliche Waffen zur Verfügung gestellt. Ach, mein Bein juckt. So. Gibt es hier was Schönes? Ich weiß es nicht. Kann man da... Ah, ne, hier ist eine unsichtbare Wand. Ja, ich weiß, sowas sollte ich nach der Misere vom ersten Teil eigentlich nicht nochmal versuchen. Aber ich bin so ein... Ja, ich muss das versuchen. Ja? Wäre ja auch langweilig. Sieht aus, als wären alle mitten beim Essen aufgestanden. So, Entschuldigung. Oh, diese Aufnahme, ne? Die macht nur Probleme. Egal, was ich hier anfasse. Das ist jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass ich jetzt hier irgendwas hab. Oh, das ist wirklich... Unschön, sag ich euch. Unschön. Aber zum Glück musste ich diesmal nirgendwo zurückspulen. Seltsam. Keine Leichen, keine Gebäudeschäden, keine Anzeichen eines Kampfes. Ersatzteile bergen. Credits. Für die Kriegskasse. Nein! Seltsam. Bei den anderen Kolonien sind die Sicherheitssysteme deaktiviert. Von rechts! Wie von rechts? Oh oh. Oh oh, ja, der lebt ja auch noch. Diese Mechs dürfen nicht aggressiv sein. Oh. Sie uns als Menschen erkennen müssen. Jemand hat sie umprogrammiert, damit sie sofort angreifen. Wir sind hier nicht allein. Keine Munition. Ja, ich muss mich hier auch erstmal wieder so ein bisschen reinfinden, liebe Freunde. Das wird noch ein Weilchen dauern, bis ich wieder up to date bin. Wand safe. Bitte hab diesmal was Schönes für mich. So. Zack, zack. So. Ah! Verdammt. Ich hab heute echt kein Glück, ne? Das ist echt nicht mein Tag. Muss ich noch dazu erwähnen, dass ich bei der ersten Aufnahme, wo ich keinerlei Probleme hatte. So. Alles mit beim ersten Mal direkt geschafft hatte. Das wollte ich hier nur noch mal erwähnen. Weil jetzt überhaupt nichts klappt. Was ist denn da? Gibt's da irgendwas zu gucken? Ein bisschen spitzeln? Keine Bewegung! Parser, Sie sagten, Sie würden mir die Sache überlassen. Moment mal. Shepard?
Bei Agenten von Cerberus gehe ich keinerlei Risiko ein. Nehmen Sie die Waffen runter! Shepard? Ist das... Sie leben? Nicht auf dem Ich bin's. Cerberus hat mich wiederhergestellt, Tali. Sie wollen, dass ich die Angriffe auf die Kolonien untersuche.